Magnifizenz, spektabiles Feld, Oberhammer und Schober. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte erlauben Sie mir, dass ich aus Zeitgründen auf weitere formelle Ansprachen verzichte und gleich in medias res gehe. Plinius der Ältere, lebend im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt in Italien, schrieb eine Naturalis Historia, eine Naturgeschichte, in 37 Büchern, von denen das 11. Buch von den Insekten handelt, hier in einer Handschrift aus dem 12. Jahrhundert. In diesem Buch von den Insekten kommt eine Figur vor, sie heißt Aristomachus, von dem Plinius schreibt, einen merkwürdigen Beweis, wie weit die Liebhaberei für die Bienen geht, liefert der Solenser Aristomachus, der sich 58 Jahre lang mit nichts weiter beschäftigte. 58 Jahre, ein Thema, die Bienen, warum? Die Antwort gibt vielleicht auch Plinius auch in dieser Naturgeschichte, weil er nämlich schreibt, unter all diesen Tieren, den Insekten also, verdienen die Bienen mit Recht den ersten Platz und die meiste Bewunderung, weil sie allein um der Menschen willen geschaffen worden sind. Sie sammeln den Honig, sie produzieren das Wachs und sie sind zu tausenden Dingen nützlich. Sie sind also in einer Gesellschaft, die von einer feindlichen Umgebung umgeben ist, wichtig. Die Biene, der Schwarm, sind deswegen seit der Antike Gegenstand auch rechtlicher Auseinandersetzung und deswegen interessant, neben vielen anderen Dingen, weil es immer um zwei Dinge geht, um die Biene und um die vielen Bienen, die alle gemeinsam dann also den Schwarm bilden und die immer wieder aufs Neue dieselben Fragen stellen. Herrenlose Sache, wie erwirbt man an dieser Eigentum, wie verliert man an ihr Eigentum, wer kann wie diese Sachen verfolgen. Die Bienen sind also nicht nur bei Plinius, sondern auch in den Digesten prominent vertreten. Dort kommen dann die Regeln her, die alle jene, die in Wien Jus studiert haben, aus ihrer ersten Ausbildungssituation her kennen. Da kommen die Regeln her, die was mit dem originären Eigentumserwerb zu tun haben durch Okkupation. Da kommen die Regeln her vom Eigentumsverlust, wenn etwas wieder zurück in seine natürliche Freiheit gerät. Und da kommen auch einige der Regeln her, die sich dann spezifisch mit dem Schwarm beschäftigen, bei welchem interessanterweise in den Digesten davon die Rede ist, dass man das Eigentum an diesen verliere, wenn man nicht mehr ohne weiteres diesen Schwarm verfolgen könne. Es gibt also ein Eigentum auch dann und solange die Verfolgung nicht schwierig ist, dann aber nicht mehr. Man kann auch hier fragen, warum? Warum also diese Zuordnung des Eigentumserwerbs einer res nullius auf der einen Seite, eines Eigentumsverlustes auf der anderen Seite und einer Art von Eigentumserhaltung in einer Zwischenphase? Und vielleicht hat das damit zu tun, was uns Plinius berichtet, nämlich die Wichtigkeit, die ökonomische Wichtigkeit der Produkte, die hier auch geliefert werden. Letztlich also geht es hier wie immer im Recht, das als erste Antwort, Paul, auf deine Frage um die Abwägung von Interessen und Wertungen. Heute gibt es immer noch Schwärme, nicht mehr Plinius, sondern irgendein Leserreporter, nicht mehr eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert, sondern die Online-Ausgabe von heute berichtet davon. Gibt es immer noch Schwärme, es gibt immer noch dieselben Interessensabwägungsfragen, die rechtlich gefasst werden müssen und die auch rechtlich gefasst sind, in einer Weise, die die Romanisten im Raum hier wiedererkennen werden. Zum Beispiel im § 384 ABGB, wo bekanntlich drinnen steht, dass ein Eigentümer eines Bienenschwarms nach dem Schwarm 2 Tage Zeit hat, um diesen Schwarm zu verfolgen. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird der Bienenschwarm eine res nullius oder sowas ähnliches, jedenfalls etwas, was entweder der Grundeigentümer oder jedermann
für sich behalten kann. Das BGB, strenger und genauer wie so oft, ja, ist zwar auf der einen Seite unpräziser als das ABGB, was die Frist betrifft, da redet man nämlich dann nur noch von Unverzüglichkeit und nicht von 2 Tagen, kompensiert allerdings diese Ungenauigkeit mit 3 weiteren Paragraphen, die sich mit schwierigen Fragen der Verfolgung, der Vereinigung und der Vermischung von Bienenschwärmen beschäftigen. Heute sehen Bienen nicht notwendigerweise so aus, wie sie in der Antike ausgesehen und wieder dargestellt wurden. Heute sehen Bienen manchmal so aus. Das ist eine Biene, die einen Prozessor trägt. Und dieser Prozessor dient dazu, um das Flugverhalten dieser Bienen zu beobachten, was wiederum dazu dienen soll, die ökologischen Gefahren, denen sich Bienen heute ausgesetzt sehen, durch ein besseres Verständnis ihres Flug- und Schwarmverhaltens zu reduzieren. Auch bei dieser Biene stellen sich wieder dieselben Fragen des Eigentums, der Verfolgung und eines möglichen Schadensersatzes. Sie stellen sich allerdings nunmehr auch bezogen auf Daten. Das, was zunächst die Biene oder der Schwarm, ist also hier das Datum. Wiederum stellt sich dieselbe Frage, res nullius, Eigentumserwerb, Verfolgungsrecht und so weiter. Und wiederum kann man so zum Beispiel beim Österreichischen Juristentag, wo Britta Zöchling-Juth und Christiane Wendehorst das mit mir gemeinsam haben hören dürfen, wofür ich Ihnen immer noch dankbar bin, dass Sie diesen Weg mit mir gegangen sind, immer noch kann man also dann Antworten hören, die sehr ähnlich sind, wie man sie romanistisch vielleicht oder begriffstheoretisch subsumierend geben könnte, nämlich antwortend erstens mit dem Hinweis darauf, dass § 285 ABGB bekanntlich auch unkörperliche Sachen erfasst, dass es zweitens so ein Institut, wie es die Römer kennen, der Aneignung auch gibt und dass man deswegen an Daten durch eine Art von Occupatio Eigentum erwerben könne. So eine Position, die auf dem Juristentag durchaus prominent vertreten wurde. Anderer Ansicht und richtiger Ansicht freilich Forgung. Morgen werden die Bienen nicht so aussehen, sondern sie werden, einen entsprechenden Prototyp gibt es schon heute, so aussehen. Das ist ein autonom fliegender Roboter in dieser Größe. Sie sehen die Münze dann eben, ein autonom fliegender Roboter, der, es ist nicht mehr weit, auch mit entsprechender Intelligenz ausgestattet sein wird. Und es werden nicht nur Bienen sein, die so fliegen werden, sondern es werden auch solche Wesen sein, die sich bewegen werden. Und ich lade Sie ein, während ich hier ein paar Wörter sage, das einfach mal so auf sich wirken zu lassen, was Sie da sehen. So Phänomene wie ubiquitous computing, Big Data, autonome Systeme, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz in ihrer Summe sind gerade dabei, unsere Gesellschaft in einer Weise zu verändern, die dramatisch ist. Das stellt neben vielen anderen zunächst mal militärische Fragen und es ist vielleicht kein Zufall, dass das Unternehmen, dessen Filme Sie hier gerade gesehen haben, eines ist, das von Google entwickelt oder gekauft und dann von Google auch wieder verkauft wurde, wesentlich mit dem Hinweis, dass Google pazifistischer agieren wollte als bisher. Es stellen sich freilich auch zivile Implikationen, die in unser aller Leben eine Rolle spielen werden. Ich darf Ihnen hier nur ganz kurz Lea vorstellen. Lea können Sie schon kaufen. Lea ist ein autonomer Roboter, der Sie, wenn Sie demenzkrank sein sollten, beaufsichtigt und wenn Ihnen danach ist, in Ihrer Demenzkrankheit auch als Tanzpartner operiert. Auch in diesen Fällen, wie immer, diese Abwägung von Interessen und bezogen auf Daten. Digitalisierung, Sie wissen es, wird sich nicht nur auf Roboter beziehen, sie wird nicht nur medizinische Pflege erfassen, sie wird überall sein und sie wird alles erfassen, sogar den Fußball. Das sei den deutschen Kolleginnen und Kollegen hier ausgerichtet und mag eine Erklärung sein, warum Deutschland plötzlich gegen Österreich verliert. Hier sehen Sie die Antwort. Hier sehen Sie die Antwort, sie wird also alles, auch den Fußball, erfassen. Und sie wird natürlich auch unser aller
juristisches Berufsfeld erfassen. Lassen Sie mich, zweite Antwort an Paul Oberhammer, daher hier ein Geständnis abgeben. Ein Geständnis, das zu tun hat mit der Arroganz der Jugend und mit einem Buch, das Oberhammer freundlicherweise schon erwähnt hat, das ich 1996 gemeinsam mit Sascha Somek, dem ich bis heute dafür dankbar bin, habe schreiben müssen und dem ich beruflich daher so viel verdanke, wie vielleicht noch Reinhard Wilfenseder und Wolfgang Kilian, aber sonst wohl niemandem. Ich habe also mit Alexander Somek 1996 in der Arroganz der Jugend ein Buch schreiben dürfen, das nachpositivistisches Rechtsdenken heißt und in dem es ein Kapitel gibt, Zauberkunst ist keine Kunst oder die eigentümliche Bedeutung der Worte. Die Arroganz dieses Kapitels wird Ihnen, weil Sie das hier vermutlich gerade nicht lesen können, nicht unmittelbar in die Augen springen. Mir springt sie leider in die Augen. Sie entsteht nämlich daraus, dass das, was hier steht, die damals verfügbare automatisierte Übersetzung eines Textes von Franz Bütlinski zur Subsumption ist. Und was ich damals gehofft habe, war, dass es unmöglich wäre, mit einem, wie ich damals dachte, begriffsjuristischen Verständnis von Subsumption die Komplexität juristischer Arbeit zu referenzieren. Und ich tat das, indem ich zeigte, dass die Übersetzung eines juristischen Textes zur Auslegung einen Text produziert, der seinerseits so auslegungsbedürftig ist, dass er nicht mehr verständlich ist. Heute, 22 Jahre später, würde ich das nicht nur aus karrieretaktischen Gründen möglicherweise nicht mehr so tun wie damals, sondern es würde mir auch das Anschauungsobjekt fehlen, weil bei jedem beliebigen frei verfügbaren Übersetzungsprogramm, wie zum Beispiel Google Translate, auch bei einem derart komplexen Text rechts ein Text rauskommt, also in der englischsprachigen Variante ein Text rauskommt, der ohne weiteres noch nicht perfekt, aber jedenfalls verständlich ist. Also meine Prämisse, dass es unmöglich wäre, Auslegung zu simplifizieren, vielleicht konterkariert. Ich würde das aber nicht nur deswegen heute vielleicht anders schreiben, sondern auch deswegen, weil es heute Phänomene gibt wie dieses hier. Ich würde Sie einladen, mit mir gemeinsam jetzt 40 Sekunden lang etwas zu hören und sich dabei die Frage zu stellen, was Sie gerade hören. Sie, how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye-bye. Ich werde jetzt hier keinen Englischverständlichkeitstest mit Ihnen machen, aber Sie darauf hinweisen, dass der männliche Sprecher, nicht die weibliche Figur, der männliche Sprecher ein Computer ist, ein Assistent von Google entwickelt. Google Duplex heißt das System. Das hier sind die Entwickler, die sitzen hier gerade an dem Tisch, den sie auf diesem Wege bestellt haben. Und das Interessante ist hier eben, dass dieses System in der Lage ist, sogar die Defizite der nicht natürlich nicht muttersprachlichen Frau zu kompensieren in einer Weise, die wahrscheinlich Ihnen, wenn Sie es das erste Mal gehört haben, so vielleicht nicht aufgefallen ist, dass das eben maschinell ist. Zur Arroganz der Jugend könnte ich dann auch weiter sagen, dass das natürlich auch unser Berufsfeld erfasst. Ich will hier jetzt nicht in Details gehen, rund um das Buzzword Legal Tech, hier nur ein Beispiel einer Untersuchung, in der behauptet wird, juristisches Arbeiten durch Maschinen besser darstellen zu können als durch Menschen. In diesem Experiment hervorhebenswert ist insbesondere das Zeitelement, also 92 Minuten Zeitaufwand der Menschen versus 26 Sekunden Zeitaufwand der hier eingesetzten Computer, sondern ich will stattdessen wieder und zurückkommen auf das, was ich hier zum Thema machen möchte, nämlich, dass es immer um die Abwägung von Interessen, von Wertungen und um deren rechtliche Einhegung geht. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Uber nutzen. Ich tue es.
Jedes Mal, wenn ich Uber nutze und diesen Bildschirm sehe auf meinem Smartphone, habe ich die Assoziation, dass diese Flecken, die Sie hier sehen, für mich so aussehen wie Bienen oder wie Insekten, wie Fliegen. Das sind keine Insekten, das sind die in der Nähe verfügbaren Fahrzeuge mit den Fahrern dran oder drin, die man also auf Knopfdruck bestellen kann. Und Uber ist damit vielleicht sowas wie einer von mehreren Ihnen allen gut bekannten modernen Imkern, die alle damit beschäftigt sind, erhebliche Wirtschaftswerte zu generieren mit einem im Grunde sehr ähnlichen Modell, nämlich aus einem Zwei-Personalen-Verhältnis ein Drei-Personales-Verhältnis gemacht zu haben, bei der immer ein Dritter, der Plattformbetreiber, der Aggregator, der Imker mit am Tisch sitzt. Recht der Digitalisierung und digitalisiertes Recht, das also, wofür ich mich hier fachlich zuständig halte, verlangt, das ist die Hypothese dieses Vortrags, mehrere, auch juristische Zugänge und nicht nur juristische Zugänge. Ich will das aus Zeitgründen an einem einzigen Beispiel exemplifizieren. Dieses Beispiel ist Ihnen allen aus Ihrer Inbox in den letzten Wochen wohl bekannt. Es ist die Datenschutzgrundverordnung, die seit dem 25. Mai 2018 anwendbar ist. Drei Tage vor der Datenschutzgrundverordnung, am 22. Mai 2018, fand im Europäischen Parlament ein bemerkenswertes Ereignis statt, auf das ich übrigens derart hingewiesen wurde, wie Sie es hier gerade sehen, mit einer dänischen Cookie-Warnung. Das zum Thema Cookie-Warnungen. Es fand also ein bemerkenswertes Ereignis statt, nämlich eine Anhörung anlässlich des sogenannten Cambridge Analytica-Skandals von Mark Zuckerberg, dem CEO eines dieser Imker hier. Und Mark Zuckerberg im Europäischen Parlament findet sich in einer Situation, in der er zunächst mal einen achtminütigen überwiegend italienischsprachigen Monolog des Präsidenten hinter sich hat, in dem der Präsident unter anderem auch ankündigt, ungefähr 60 Minuten Zeit vorgesehen zu haben für dieses Event und dann das erste Mal zu Wort kommend, das Folgende spricht. President Tajani, honorable members of the European Parliament, it's good to be back in Europe. Thank you for inviting me here today for this important discussion. Now, Europeans make up a large and incredibly important part of our global community. And many of the values that Europeans care about deeply are values that we share. It's good to be back in Europe. And Europeans make an important part of our global community. Sie haben viele values that we share. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das hören. Ich frage mich, wenn ich es höre, wer ist das Wir in dieser Stellungnahme? Und das Wir in dieser Stellungnahme ist Facebook, also der CEO, der sich hier gerade dem Souverän, den Mitgliedern des Europäischen Parlaments vorstellt und nicht irgendwelchen Mitgliedern des Europäischen Parlaments, sondern den Fraktionsführern des Europäischen Parlaments. Dieser CEO also sagt im Grunde genommen nichts anderes, als schon Plinius gesagt hat, nämlich, dass die Bienen eine Staatsverfassung haben und diese Staatsverfassung jetzt die Antithese zu Europa sein mag. Und er sagt das rein quantitativ bedacht, vielleicht sogar zu Recht. 2,2 Milliarden Facebook-Nutzer, 1,5 Milliarden WhatsApp, 800 Millionen Instagram-Nutzer machen in Summe ganz sicher einen Staat, in der in seiner Größe jeden denkbaren derzeit auf der Welt und erst recht in Europa sich findenden Staat übersteigt. Herr Zuckerberg also wird eine Stunde lang von sehr gut vorbereiteten Mitgliedern des Europäischen Parlaments peinlich zum Cambridge Analytica-Skandal befragt und gibt dann eine ungefähr 15-minütige Antwort, in der er aus meiner Sicht wenigstens keine einzige der gestellten Fragen beantwortet, sondern über etwas ganz anderes redet, nämlich über Terrorismus und so weiter. Und dann, als die Mitglieder des Parlaments anfangen nachzufragen, gibt er die folgende Antwort. I want to be sensitive to time because we are 15 minutes over the scheduled meeting.
Nach 81 Minuten, nachdem er also gesagt hat, we are sensitive to time, endet dieses Meeting so. Okay, is it possible to not to have answer by question by question to have the right answer by Mr. Zuckerberg in the next days for every question? Right. Yeah. Okay. Now, competition, for example, a European antitrust thing, that's important. Do we need? Yeah, I think we're going to push our antitrust agency to go into this if there is not a good answer to. I think the problem is the timing. For me, it's possible to say, but there is a flight. But I think if Mr. There is no flight. I go for France. Yes, yes. Okay. There are strikes. That's the only thing. Sorry, I think this is the format. Do you agree, Mr. Zuckerberg, for right answer in the next days for a question by question? Is it possible to have a right answer? The questions are one answer. Yes, you have the question, okay? Yeah. Okay. Thank you very much. So, also nachdem ein Sprecher explizit nach Antitrust-Regeln gefragt hat in dem Kontext, ist das die Antwort des Präsidenten, the problem is the timing and there is a flight. Ja. Das war das Ende dieses Hearings. 3 Tage danach, also am 25. Mai 2018, habe ich, so wie vermutlich sehr viele hier im Raum, wieder einmal meinen Facebook-Account geöffnet und ich habe das gesehen. Sie haben es vermutlich auch gesehen. Das ist also die Anpassungsleistung von Facebook an die Datenschutzgrundverordnung. Und an dieser Anpassungsleistung sind aus meiner Sicht 2 Punkte interessant. Der eine ist der hier oben. Die Facebook-Nutzerinnen und Nutzer unter Ihnen werden das kennen. Das ist ein Symbol, mit dem Facebook Sie darüber informiert, dass Sie eine neue Nachricht haben. Das Problem ist, ich hatte keine neue Nachricht. Diese Punkte waren auch da, wenn man keine neue Nachricht hatte. Warum? Damit man schnell auf Weiter klickt und nicht so genau sich mit den lästigen Details beschäftigt. Und das Zweite, wenn man schon dabei war, schnell weiter zu klicken, war, dass man möglicherweise übersehen hat, dass hier was steht zur Gesichtserkennung. Dass man also gleich bei dieser Gelegenheit eingeladen wird, die Einstellungen hinsichtlich der Gesichtserkennung entsprechend zu modifizieren. Das ist die Antwort von Facebook auf die Datenschutzgrundverordnung. 2 Wochen danach, vorgestern, hat der Europäische Gerichtshof wieder einmal eine datenschutzrechtliche Entscheidung gefällt. Am 5. Juni, das hier ist die Pressemeldung der Website. Übrigens enthält die Website des Europäischen Gerichtshofs auch heute noch weder ein Impressum noch eine Datenschutzerklärung. Das also ist das, die Pressemeldung links und rechts ist einer der Leitsätze. Das ist eine der Antworten, die uns der Europäische Gerichtshof derzeit auf datenschutzrechtliche Fragen gibt. Der Gegenstand dieses Verfahrens ist ein 7 Jahre laufendes Verfahren, weil eine in Schleswig-Holstein ansässige Stelle eine Facebook-Fanpage betreibt und sich jetzt also vom EuGH hat ausrichten lassen müssen, nachdem sie vom schleswig-holsteinischen ULD verfolgt worden war, dass es sich hierbei um eine Verarbeitung handle, für die auch diese schleswig-holsteinische Stelle verantwortlich wäre. Unmittelbar nach dieser Entscheidung, gestern, hat die Deutsche Datenschutzkonferenz, das ist eine Vereinigung der Datenschutzbeauftragten, im Lichte dieser Entscheidung unter anderem eine Position eingenommen, die da lautet, wer eine Fanpage betreibt, muss sich als Betreiber selbst versichern, dass Facebook die Informationen zur Verfügung stellt, die zur Erfüllung der Informationspflichten des Verantwortlichen benötigt werden. Sie erinnern sich? I want to be sensitive to time because we are 15 minutes over the scheduled meeting. Wir haben also auf der einen Seite Europaparlamentarier, die diese Antwort bekommen und auf der anderen Seite eine Mitteilung, dass jeder einzelne Facebook-Fanpage-Betreiber Informationspflichten einzuführen und aufrechtzuerhalten hat, die den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Noch etwas geschah 2 Wochen nach Anwendbarkeit der Datenschutzgrundverordnung. Es fand nämlich heute und es wird noch stattfinden morgen
eine Medienenquete statt, mit der die österreichische Bundesregierung mit ihrem zuständigen Medienminister an der Spitze die Medienneuordnung, zu der vermutlich sowas wie Facebook auch dazugehört, politisch beginnen wollte. Ich war da heute nicht und Sie offenbar auch nur teilweise, sonst wären Sie ja nicht hier. Ich habe aber das Programm studiert und habe diesem Programm unter anderem entnommen, dass es eine Eröffnung gab durch einen Minister, eine Keynote durch einen Lobbyvertreter, in weiterer Folge einen Unternehmer, die Europäische Kommission, nochmal die Kommission, nochmal Lobby, nochmal Unternehmen, nochmal Lobby und letztlich eine Behörde. Das ist der erste Vormittag. Auch hier geht es mir, ich weiß nicht, ob ich diese Empfindung teile mit Ihnen, so, dass mir hier etwas fehlt. Und das, was mir hier fehlt, ist die Universität oder die Forschung, jedenfalls jemand, der sich Anführungszeichen unabhängig Anführungszeichen mit so etwas beschäftigt. Die kommen hier nicht vor und sie kommen auch am Rest dieser Veranstaltung nicht vor. Ich habe mir die Mühe gemacht, das zu zählen. Es gibt 54 Beiträge, zwei davon sind von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, einer davon übrigens von einer Angehörigen der Universität Wien. Kein Rechtswissenschaftler, keine Rechtswissenschaftlerin. Und dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass in Reaktion auf diese Veranstaltung eine der allerersten Meldungen, die man heute dazu lesen hat können, von einem, wie man das neudeutsch nennen würde, Stakeholder in den Verkehr gebracht, nämlich vom Standard, die folgende Position, dass also einer der Lobbyisten dort in seiner Keynote die Regierung aufgefordert habe, den E-Privacy-Wahnsinn, das war der offenbar verwendete Begriff, zu verhindern und die E-Privacy-Verordnung als Treppenwitz der Geschichte qualifiziert hat. Es sitzen hier im Raum einige, die, Hubert Gams zum Beispiel, die mit diesem Treppenwitz der Geschichte seit Jahren zu tun haben und die werden mit mir zweifellos darin übereinstimmen, dass es einer rechtspolitischen Diskussion nicht gut tut, wenn das die Positionierung ist, mit der man solche Dinge wie eben Datenschutz und Information im Internet qualifiziert. Ich stimme mit Herrn Döpfner in vielen Punkten überein, in diesem hier entschieden nicht, in einem anderen, den er vertritt, dem Leistungsschutzrecht übrigens auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich bin, glaube ich, noch in der Zeit, in dem ich zurückkomme zum Anfang, denn in so einer Antrittsvorlesung wird ja erwartet, dass man ein Forschungsprogramm formuliert, so glaube ich, die Tradition zu verstehen. Und sie hat etwas zu tun mit dem, was ich gesagt habe. Ich versuche hier bescheiden, im Sinne von bescheiden, was die Möglichkeiten der Rechtswissenschaften betrifft, international, europäisch, neugierig und engagiert auf das Geschehen einzuwirken, das ist, glaube ich, eine der Aufgaben, die mit diesem Institut verbunden sein werden. Ich werde es allerdings auch noch in einer anderen Weise bescheiden tun, denn das, was Aristomachus getan hat, 58 Jahre lang, wird sich rechnerisch nicht ausgehen. 2076 bin ich tot. Ich werde also davon abhängen, dass wir die Kürze der Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, durch eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Zeit auch an diesem Thema, vielleicht manche von Ihnen mit mir an diesem Thema arbeiten, kompensieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Das war ja schon eine Vorlage, die wir bekommen haben. Also wenn dieses gemeinsame Duettieren sozusagen so weitergeht, wird das ein wirklich sehr schöner Abend. Mein Name ist Ulrike Feld, ich bin Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, meinen Kollegen aus den Dekan der Rechtswissenschaften, Vizerektorin hier. Auch für mich ist das ein Novum, eine Doppelantrittsvorlesung oder wie man das auch immer bezeichnen würde. Ich habe jetzt das Privileg, Barbara Breinsack vorzustellen und ich muss mich aufgrund des Formats auch kurz halten. Ich möchte mal damit beginnen zu sagen, dass wir uns sehr, sehr freuen, Barbara, dass du
eben auch seit kurzem bei uns an der Fakultät, an der Universität, an der Fakultät und dann auch am Institut für Politikwissenschaften angekommen bist, auf der Professur Vergleichende Politikfeldanalyse. Und diese Bezeichnungen erzählen ja oft nicht wirklich, was passiert, und das wird sehr spannend sein zu sehen, was man unter diesem Begriff verstehen kann. Vielleicht beginne ich, bevor ich etwas zum Werdegang und zu den Forschungsinteressen sage, mit einem Zitat, und die Vizerektorin hat das schon begonnen. Ich fand das einen sehr schönen Einblick in Barbaras Philosophie des akademischen Lebens. Zitat: Mein Ziel war immer, ein Leben zu führen, in dem man sich nicht für die getane Arbeit belohnen muss, sondern die Arbeit selbst die Belohnung ist, und ich habe das Glück, dass das bei mir in Summe sehr gut funktioniert. Ich habe das mit sehr viel Freude gelesen, weil üblicherweise fühle ich als Dekanin eher als Klagemauer darüber, dass man nicht ausreichend belohnt worden ist für das, was man getan hat. Und daher danke für dieses Statement. Das mit dem Misstrauen fand ich auch recht interessant. Der Zusammenhang von Misstrauen und Interdisziplinarität, das hat mich an Niels Bohr erinnert, der so ein Hufeisen bei sich an der Wand hängen gehabt hat und wie ihn jemand gefragt hat, wie jemand, der so rational ist, daran glauben kann, dass ein Hufeisen Glück bringt, hat er gesagt, man hat ihm versichert, es funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Also ich glaube, das wäre jetzt irgendwie deine These der Interdisziplinarität und des Misstrauens. Aber ich werde das noch weiter verfolgen. Wir halten uns da gegenseitig am Laufenden. Eine kurze Darstellung Ihres bewegten und beeindruckenden politikwissenschaftlich-akademischen Lebens, und damit beziehe ich mich nur auf den Teil, den man nachlesen kann. Den Rest will ich gar nicht irgendwie auch nur drüber nachdenken. Das ist durchaus eine Herausforderung. Ihren akademischen Werdegang hat nämlich Barbara auch hier in Wien begonnen, an der Politikwissenschaft. Also man kann auch was werden, wenn man hier in Wien studiert. Das ist durchaus eine Option, also beeindruckend. Und zwar mit einem Doktorat, 2004 abgeschlossen, zum Thema Regulierung der embryonalen Stammzellforschung. Also die Biomedizin war schon so etwas, was die Barbara eigentlich in ihrem gesamten Werdegang ein Stück weit begleitet hat. Auch im Studium schon Aufenthalt in den USA, sich anknüpfen an eine internationale Diskussion. Dann ist sie in Wien verweilt, aber es schaut nur nach 3 Jahren aus, weil dazwischen war sie auch eine Zeit lang weg. Vielleicht in so homöopathischen Dosen hält man Wien besser aus. Also sie war in Bangkok und in Cardiff, und dann ist der Absprung, dann hat sie schließlich den Absprung gewagt von der Insel der Seligen, zumindest Österreicher nehmen das ja so wahr, auf eine andere Insel, nämlich nach Großbritannien. Und dort beginnt sie eine tatsächlich, ich habe mir das erst zum ersten Mal so wirklich genau angeschaut, eine sehr beeindruckende Karriere, und dies auf mehreren Ebenen. Auf der institutionellen Ebene beginnt sie 2007 als Senior Lecturer, dann als Reader sozusagen, quasi am Center for Biomedicine and Society am King's College in London. Sie wechselt dann für nur ein bisschen länger als ein Jahr als Professorin für Soziologie und Politik der Biowissenschaften an die Brunel University in London und kehrt dann 2013 als Professorin an das Department for Global Health und Social Medicine ans King's College zurück. Und ich glaube, das sieht man schon sehr schön, so ein bisschen, was die Barbara ausmacht. Sie ein Stück weit einfach ihre Gelegenheiten wahrzunehmen weiß und auch etwas umzusetzen weiß. Hier sieht man sehr schön auch dieses breite Profil, das sie entwickelt in so Fragen Gesundheit, Medizin aus politikwissenschaftlicher Perspektive, aber auch viel weiter hinaus als nur eine politikwissenschaftliche Perspektive. Wie schon angedeutet, gibt es aber mehrere Schichten, glaube ich, zu ihrem akademischen Leben. Sie hat ihr Wissen und ihre Expertise in vielfacher Weise in das Politikfeld selbst eingebracht. Und ich glaube, heute verhandeln wir das unter diesen Schlagworten wie Third Mission und Mission Impossible, Third Mission und Societal Impact. Aber du hast bis seit 2009, habe ich festgestellt, Dauermitglied der österreichischen Bioethik-Kommission, Durchhaltevermögen. 2015 bis 2017 Mitglied der Ethikkommission der britischen nationalen DNA-Datenbank und seit 2017 in einem wirklich sehr wichtigen Gremium, nämlich Mitglied der European Group on Ethics and New Technologies. Das ist das höchste Beratungsgremium der Europäischen Kommission in Sachen ethische Fragen in Bezug auf neue technologische und wissenschaftliche Entwicklungen. Ich hoffe, ihr macht das nicht auch so. Eine Stunde ist vorgesehen und dann reden wir über nichts und dann sagen wir, die Stunde ist abgelaufen und mein Flieger wartet. Darüber hinaus hast du auch für die European Science Foundation
zu personalisierter Medizin einen Forward-Look, also sozusagen eine Frage, wohin entwickelt sich dieses Gebiet. Ich könnte jetzt auch noch andere Dinge anfügen, wie gewähltes ausländisches Mitglied der Königlichen Dänischen Akademie der Wissenschaften und so weiter. Ich glaube, wir könnten den Abend damit füllen. Thematisch hast du einen sehr schönen Fokus dir genommen, nämlich Medizin und Gesundheitspolitik. Und das sind ja Dinge, die sich extrem verändern derzeit, gerade vor dem Ausblick auf Digitalisierung, sind ja das sozusagen die Knackpunkte, um die es gehen wird. Du siehst ja sozusagen auch Prinzipien von Solidarität und Fairness an. Frage der personalisierten Medizin mit dem Blick auf politische, soziale und ethische Aspekte, die ganze Frage eben der datenintensiven Medizin. Und diese ganze Klammer ist eben dann eine Frage von Forschungstechnologiepolitik in verschiedenen Bereichen. Ich war in der Vorbereitung versucht, dann auch noch mich über deine Publikationen auszulassen und dann hat mein Time-Management mir gesagt, das wird jetzt nicht mehr gehen, ich möchte nur eine Neuigkeit vielleicht ein Stück weit hier erwähnen, nämlich das Projekt DigiTwin, wo Barbara beteiligt ist an der potenziellen Entstehung eines europäischen Flagship-Projekts. Und das ist ja, da gibt es richtig großes Geld dafür und das ist ja, freut doch die Universität immer, wenn es richtig großes Geld dafür gibt. Aber es ist eine unglaublich spannende Frage sozusagen, ein digitales Double, wenn man so möchte, im Sinne einer Gesundheitsorientierung zu schaffen. Was würde das eigentlich bedeuten? Was wäre ein digitales Double und was könnte man damit machen? Und ich glaube, die Arbeit in dem Bereich ist nicht bedroht auszugehen, sondern ist erst der Anfang und wir haben ja schon einiges davor gesehen. Liebe Barbara, es ist sehr schön, nach den 10 Jahren Auslandsaufenthalt dich wieder am akademischen Ausgangspunkt willkommen heißen zu können. Und nachdem man sozusagen offensichtlich Science-Fiction-Zitate angebracht sind, möchte ich auf Raumschiff Enterprise zurückgreifen. Q fragt hier, beantworten Sie mir eine Frage. Wurden Sie von der Sternenflotte bestraft oder haben Sie sich wirklich für dieses Kommando gewünscht? Und ich denke mir, was könnte besser passen, als wenn man eine Professur nimmt, wurden Sie von der Sternenflotte bestraft oder haben Sie sich dieses Kommando gewünscht? Nun, da möchte ich gleich noch ein zweites Zitat von dir selbst anbringen, wo du hervorhebst, dass wir vom Brexit profitiert haben, also die eine Insel geht unter, du bist zur anderen zurückgekehrt. Ich habe mich bewusst für Wien entschieden, auch wenn man hier noch vergleichsweise, man höre zu, viel Zeit mit Forschung verbringen kann. Das höre ich auch selten und daher ist die Kanin sehr gern. In Großbritannien sei der bürokratische Aufwand dagegen ein wahrer Arbeitszeitfresser gewesen. Also dann willkommen zurück. Ich darf, Frau Professorin Breifack, dich, liebe Breinsack, dich, liebe Barbara, also im Namen der gesamten Fakultät herzlich willkommen heißen. Wir sind gespannt auf deine Ausführungen. Danke. Ja, zuallererst, lieber Nikolaus, die dänische Cookie-Warnung, das war ich. Aber ich möchte jetzt auch nochmal in meinem Namen Ihnen allen fürs Kommen danken. Ich möchte unserer Vizerektorin, Frau Professor Regina Hitzenberger, danken, der Universitätsleitung dafür, dass sie uns die Gelegenheit gibt, heute dieses für Wien radikale Event, nämlich einer interdisziplinären Antrittsvorlesung durchzuführen. Ich möchte mich bei Dekan Oberhammer bedanken, bei meinen Kolleginnen und Kollegen am Institut für Politikwissenschaft für die Unterstützung, bei Nina Spurny, Martina Wimmer und den Kolleginnen und Kollegen aus dem Veranstaltungsmanagement und der Öffentlichkeitsarbeit auch dafür, dass sie unsere Veranstaltung hier sehr gut unterstützt haben. Und unserer Dekanin, Frau Professor Ulrike Feld, möchte ich dafür danken für die einführenden Worte und nicht nur dafür, sondern auch dafür, dass du ein Vorbild bist und wir werden dich als Dekanin jetzt nicht viel länger haben. Ich habe die große Ehre, die letzte Antrittsvorlesung zu sein, die Ulrike Feld einführt und danke dafür auch. Nikolaus Forgo wollte ich eigentlich dafür danken, dass er die Idee hatte, dass wir diese Antrittsvorlesung gemeinsam halten. Als ich das erzählt hatte im Vorfeld einer Kollegin, hat sie gesagt, spinnst du? Weil man könnte es natürlich sagen, dass nach Nikolaus Forgo zu sprechen so leicht masochistische Züge hat, aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Also,
Das gemeinsame Thema lautet die Gesellschaftsordnung in der Zukunft, an und in der Zukunft arbeiten. Und ich werde sowohl zum An als auch zum In der Zukunft arbeiten was sagen. Zuerst zum An werde ich darüber sprechen, wie wir in meinem Feld nicht nur durch die ex post, also durch die nachträgliche Analyse von Politikgestaltung etwas beitragen, sondern wie wir auch Technologiediskurse und regulatorische Diskurse zu Wissenschaft und Technologie durch empirische Evidenz beeinflussen können. Ich werde mich dann der Frage widmen, wie wir trotz unserer manchmal oft sehr kleinteiligen technischen Analyse es schaffen können oder sollen, die großen Fragen, also die großen systemischen Fragen, nicht aus den Augen zu verlieren. Und das hat Nikolaus ja auch in seinem Vortrag sehr gut gezeigt. Ich möchte jetzt mal ganz an den Beginn meiner eigenen Forschungskarriere zurückgehen. Wir haben bereits von Bienen gehört, jetzt hören wir kurz was von Stammzellen. In den frühen 2000er Jahren war die Frage, wie man die embryonale Stammzellenforschung reguliert, eine große regulatorische Herausforderung. Ganz kurz zu den technischen Details. Was sind embryonale Stammzellen? Das sind Zellen, die man aus frühen Embryonen entnimmt. Das sind noch undifferenzierte Zellen, die können sich in alles Mögliche entwickeln, in Muskelzellen, Hautzellen, also alles, was ein ausgewachsener Mensch braucht oder was ein Mensch braucht. Und das ist das Potenzial dieser Zellen gewesen. Also man hat sich gedacht, wenn wir diesen Zellen sagen können, wohin sie sich entwickeln, dann könnten wir theoretisch Nervengewebe, ganze Organe sozusagen züchten, die wir dann zu therapeutischen Zwecken verwenden können. Und das Problem dabei ist natürlich, dass man, wenn man diese Zellen entnimmt, den Embryo zerstört. Und wie man sich unschwer vorstellen kann, hat es in sehr vielen Ländern zu hitzigen Debatten geführt. Und die Leute, die sich damals mit der Regulation dieser neuen Wissenschaft und Technologie beschäftigt haben, gingen von zwei Annahmen aus. Erstens, aufgrund des Status des Embryos in christlichen und insbesondere katholischen Ländern, würden katholische Länder besonders streng regulieren oder die Embryonenforschung sogar die embryonale Stammzellenforschung verbieten. Zweitens ging man davon aus, dass es in den Ländern, in denen es besonders hitzige Debatten und emotionalisiert geführte Debatten gibt, dass es dort besonders strenge Regeln geben würde. Und gemeinsam mit meinem Doktorvater und späteren Mentor und Kollegen Herbert Gottweis, der heute leider nicht mehr bei uns ist, haben wir im Rahmen einer vergleichenden Studie gezeigt, dass diese Annahmen nicht zutreffen. Erstens, gerade auch in den USA, wo immer wieder explizit mit christlichen Argumenten argumentiert wurde, und Sie sehen hier auf dem Bild den damaligen Präsidenten George W. Bush, der zwar die Forschungsförderung auf der föderalen Ebene eingeschränkt hat, aber auf der Ebene der Bundesstaaten gab es massive Investitionen in die embryonale Stammzellenforschung, sodass das fast zu einem Epizentrum der embryonalen Stammzellenforschung wurde. Zweitens sind gerade in Ländern, auch wo es emotional geführte Debatten gab, relativ liberale Regeln erlassen worden. Das bedeutet, dass in manchen Ländern dieser Mechanismus ganz bewusst genutzt wurde. Man hat die Tatsache, dass eine breite Debatte geführt wurde, wo alle was sagen konnten, als Rechtfertigung dafür genommen, umstrittene neue Technologien zu erlauben, weil man eben einem guten Prozess gefolgt ist. Die Methode der interpretativen Politikfeldanalyse, die wir hier anwenden und die wir hier angewendet haben, sieht Politik und Politikgestaltung nicht als reine Ausverhandlung von Interessen, die bereits formuliert sind, sondern sie betrachtet die Interessen von Menschen als etwas, das auch durch bestimmte Bedeutungszusammenhänge, durch die historischen und politischen, kulturellen Bedeutungen zentraler Konzepte und mitbestimmt werden. Auf diese Weise können wir zum Beispiel zeigen, warum ein und dieselbe Technologie, ein und dieselbe wissenschaftliche Praxis in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich reguliert wird. Manchmal kann diese Forschung aber auch zeigen, dass regulatorische Debatten an den Lebenswelten von Menschen, von den Betroffenen, völlig vorbeigehen. Das ist natürlich insofern problematisch, als man sich dann kollektiv auf die Lösung eines Problems fokussiert, das nur ein Symptom einer tiefer liegenden
eines tieferliegenden Problems darstellt. Und zusammen mit Kolleginnen und Kollegen am King's College haben wir das zum Beispiel im Zusammenhang mit dem reproduktiven Klonen untersucht. Nochmal, und das ist auch das letzte Mal heute, ganz kurz zu den technischen Details. Sehr stark vereinfacht gesagt, besteht das Klonen daraus, dass man aus einer Eizelle die genetische Information rausnimmt, dass man den Zellkern eines bereits geborenen Lebewesens hineingibt und dass man sozusagen auf diese Weise eine genetische Kopie dieses geborenen Lebewesens herstellt. Das, also am Ende der 1990er Jahre hat das Klonschaf Dolly, an das Sie sich vielleicht erinnern können, Schlagzeilen gemacht, und dass Dolly geboren wurde als genetische Kopie eines anderen Schafes, man hat das aus einer Brustzelle entnommen, gab es in vielen Ländern Debatten darüber, ob jetzt vielleicht das Klonen von Menschen der nächste Schritt sein würde. Und das wollte man natürlich nicht, also es gab in vielen Ländern Verbote, die erwogen wurden. Und in den Ländern, in denen man darüber diskutierte, wurde ein Argument besonders häufig ins Treffen geführt. Nämlich, dass Menschen, die als genetische Kopie eines anderen Menschen entstehen würden, darunter leiden würden, dieselben Gene wie jemand anders zu haben. Und das wurde immer wieder erwähnt, das wurde in der Literatur erwähnt, das wurde in den regulatorischen Debatten und in den Parlamenten in diesen Ländern erwähnt und empirisch war das unbelegt. Nun könnte man sagen, es könnte auch empirisch nicht belegt werden, es gibt ja keine Klone, die man hätte fragen können. Aber natürlich gibt es Menschen, die relevante Erfahrung damit haben, die genetische Information mit jemand anderem zu teilen, nämlich eineiige Zwillinge. Eineiige Zwillinge sind genau genommen auch eine genetische Kopie voneinander. Sie sind zwar nicht wie Klone asynchron, sondern sie sind synchron geboren, aber hier könnte man sagen, wenn man sozusagen ständig mit einer genetischen Kopie verglichen wird, kann das auch psychologische und andere Folgen haben, in derselben Weise oder zumindest in der gleichen Stärke, wie wenn man mit jemandem verglichen wird, der vorher geboren war. Und wir haben eine Reihe von quantitativen und qualitativen Studien durchgeführt und diese haben gezeigt, dass es hauptsächlich die Motive der Menschen sind, die klonen, die die eineigen Zwillinge als problematisch sahen. Ein eineiger Zwilling hat uns zum Beispiel gesagt, ich würde nicht wollen, dass meine Eltern eine bestimmte Vorstellung davon gehabt haben, was oder wer ich sein soll. Die Tatsache, dass sie dieselben Gene haben, war für sie vollkommen unwichtig. Dass sie dieselben Gene hatten wie jemand anders, machte für sie keinen Unterschied dafür, wie sie sich selbst oder die Beziehung zu ihren Familienmitgliedern sahen. Und das stellt natürlich die Annahme, dass Klonieren aufgrund der identischen Gene für die geklonten Menschen problematisch sein würde, auf empirisch sehr wackelige Beine. Sie erinnern uns aber auch daran, dass in Debatten um die Regulierung von Technologien immer soziale Faktoren wie die Werte in der Gesellschaft, in der wir leben, und die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die etwas anders sind als wir, zum Beispiel hier eineiige Zwillinge, im Mittelpunkt stehen sollten. Und das ist natürlich heute in der Debatte um das sogenannte Genom-Editing wieder sehr relevant. Also das Genom-Editing, wieder sehr vereinfacht gesagt, da geht es um die gezielte Veränderung menschlicher DNA, um zum Beispiel Krankheiten oder Eigenschaften mit so molekularen Scheren herauszuschneiden, unter Anführungszeichen. Genom-Editing, und deswegen ist es besonders umstritten, kann auch Eingriffe in die Keimbahn beinhalten, also Eingriffe in das Erbgut des Menschen, das Menschen an die Kinder weitergeben. Und ein oft gehörtes Argument in dieser Debatte ist es, dass die Veränderung des Erbguts eines Menschen verboten werden sollte, weil es unethisch sei, wenn eine Generation das Erbgut der nächsten Generation bestimmt, aber auch, weil die Folgen solcher Eingriffe unabsehbar seien. Und diesem Argument ist natürlich viel abzugewinnen. Aber gleichzeitig blenden diese Argumente eine andere Art der Veränderung des Erbguts völlig aus, nämlich jene Veränderungen, die wir nicht gezielt durch Schneiden von Genomen in Kauf nehmen oder gezielt durchführen, sondern jene Veränderungen, die wir in Kauf nehmen, indem wir zum Beispiel Armut zulassen, indem wir
andere Dinge herbeiführen, die Menschen, die auch die Genome von Menschen verändern können. Wie wir aus der epigenetischen Forschung wissen, verändert Umweltverschmutzung, Armut und Kriege unsere Genome. All diese Phänomene hinterlassen Signaturen im Genom von Menschen, die sie auch an die folgende Generation weitergeben können. Hier sehen Sie auf dieser Folie ein Beispiel, wo gezeigt wurde, dass Armut die Regulierung von DNA verändern kann. Ein besonders einprägsames Beispiel, das Sie vielleicht auch aus der damaligen Medienberichterstattung kennen, von vor wenigen Jahren, sind Studien, die gezeigt haben, dass das Trauma von Holocaust-Überlebenden nicht nur die Regulierung ihrer eigenen DNA, sondern auch die Regulierung der DNA ihrer Kinder verändern kann. Und natürlich ist das nicht genau dasselbe wie gezielt das Genom einer Person zu verändern, um etwas herbeizuführen, um zum Beispiel eine Krankheit oder Eigenschaft zu verändern oder herauszuschneiden. Wenn wir die Umwelt verschmutzen und Armut in Kauf nehmen, tun wir das nicht, um Menschen kränker oder unglücklicher zu machen, aber wir tun es natürlich trotzdem. Und als Gesellschaft denken wir sehr häufig darüber nach, was die Technologien alles tun und wie wir sie davon abhalten können, Dinge zu tun, die wir nicht wollen, und wie wir sie dazu bringen können, etwas zu tun, was wir wollen. Anstatt uns zu überlegen, wie wir die Werte, um die wir unsere Gesellschaft organisieren wollen, realisieren können, mit oder ohne Technologie. Häufig sind die Effekte, die wir den Technologien zuschreiben, negative Effekte, Dinge, die wir nicht wollen. Häufig sind dies jene Effekte, die wir durch die Praktiken und Regelungen, die wir selbst geschaffen haben, herbeigeführt haben. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Risiken der neuen Technologien unwichtig ist. Im Gegenteil, sie ist extrem wichtig. Aber sie sollte uns nicht davon ablenken, von den niedrigtechnologischen, weichen Praktiken und Dingen, die wir tun oder zulassen und die mitunter einen größeren Effekt haben. Und das hat sich auch in meinem letzten größeren Projekt gezeigt, nämlich eine Analyse der Politikinstrumente und Praktiken zur Umsetzung der personalisierten Medizin. Ich habe letztes Jahr ein Buch dazu geschrieben und hier auf der linken Seite sehen Sie einen amerikanischen Leser, der das Buch bewirbt. Die personalisierte Medizin ist die Idee, dass die Prävention, Diagnose oder Therapie stärker an die individuellen Eigenschaften von Menschen angepasst werden sollten. Von der personalisierten Medizin erhofft man sich, dass der Einsatz hochtechnologischer Mittel, hauptsächlich der molekularen Diagnostik und Therapie, Menschen gesünder machen und Kosten senken werden. Die Entwicklungen im Bereich der molekularen Medizin sind in der Tat extrem beeindruckend und vielversprechend. Und mich freut es auch ganz besonders, dass Professor Soberti Furge heute da ist, der weltweit auch sehr viel auf diesem Gebiet beiträgt. Gleichzeitig aber müssen wir, gerade wenn wir von Personalisierung sprechen, auch im Auge behalten, dass unsere Gesundheit oder Krankheit zu einem großen Teil von Faktoren beeinflusst wird, die nicht im Gesundheitssystem oder in der medizinischen Praxis beinhaltet sind. Darüber, ob wir gesund oder krank werden, sind auch zu einem großen Teil, man nennt das in der englischsprachigen Debatte die Social Determinants, verantwortlich. Zum Beispiel, deprimiert uns unsere Arbeit oder macht sie uns glücklich? Haben wir eine lebenswerte, leistbare Wohnung? Arbeiten oder wohnen wir an Orten, an denen wir Lärmbelästigung ausgesetzt sind oder großer Luftverschmutzung? Ganz wichtig, sind wir einsam? Einsamkeit wird bezüglich der Auswirkung auf die Gesundheit mit Rauchen verglichen mittlerweile. Die Studien zeigen, dass die Auswirkungen solcher Faktoren auf die Gesundheit von Menschen überwältigend groß sind. Zum Beispiel in einem einzigen Stadtteil Londons, in Westminster, liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von der ärmsten Menschen, die in Westminster leben, 10 Jahre unter der durchschnittlichen Lebenserwartung der reichsten im selben Stadtteil. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr mit medizinischer Innovation und mit den Eigenschaften unseres Gesundheitssystems beschäftigen sollen. Natürlich sind ein gutes, qualitativ hochwertiges und leistbares und faires Gesundheitssystem extrem wichtig. Das lässt sich empirisch nachweisen. Aber wenn man sich für Gesundheitspolitik interessiert, dann ist der Fokus auf das Gesundheitssystem nicht genug. Der Ruf nach Health in all policies, also die Idee, dass man gesundheitspolitische Maßnahmen auch in anderen Politikfeldern sieht,
ist eine Antwort darauf. Aus dieser Perspektive muss Wohnungspolitik auch Gesundheitspolitik sein. Umweltpolitik ist Gesundheitspolitik und Steuerpolitik ist es natürlich auch. Und es sagt viel über unsere Gesellschaft aus, dass wir, wenn wir das Wort Prävention hören, zuerst an die Pflicht einzelner Menschen denken, einen gesunden Lebensstil zu wählen und nicht daran, wie wir kollektiv die Bedingungen schaffen können, dass Menschen gut und gesund leben können. Die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, die Sie hier auf dieser Folie sehen, hat es vor 10 Jahren ungefähr so zusammengefasst: Statt Individuen dazu anzuhalten, bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten wir Institutionen schaffen, die das Beste im Menschen hervorbringen. In diesem Sinne sollte auch die Debatte um die personalisierte Medizin sich nicht nur um die Frage kümmern, wie wir mit Hilfe molekularer und digitaler Daten die Medizin präziser werden lassen, sondern auch darum, welche Institutionen und Prozesse wir brauchen, damit Menschen gut und gesund leben können. Wir brauchen zum Beispiel innerhalb der Medizin eine Stärkung der sprechenden Medizin, der direkte Kontakt zwischen Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten. Das wird momentan nicht sehr hoch vergütet, das ist uns sozusagen nicht viel wert. Das wird aber immer wichtiger und das wird auch gesundheitsökonomisch wichtiger. Und überhaupt müssen wir uns als Gesellschaft, aber auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Frage stellen, wie wir den Wert in der Gesundheit neu definieren und wie wir ihn neu messen. Traditionelle gesundheitsökonomische Modelle sind hier nicht mehr ausreichend. Wenn wir immer bessere und mehr Technologien haben, die mehr kosten, und wenn wir immer mehr Menschen mit zum Beispiel chronischen Erkrankungen haben, auch weil sie glücklicherweise immer älter werden, dann können wir entweder beginnen, auf die Zahlungsfähigkeit basierend Gesundheitsleistungen zu rationieren oder aufgrund anderer Kriterien zu rationieren, oder wir können beginnen, Patientinnen und Patienten zuzuhören und dort Leistungen einzusparen, wo sie niedrigen Wert haben, wo sie für die Patientinnen und für die Patienten selbst niedrigen Wert oder keinen Wert haben. Dafür gibt es zahllose Beispiele, das ist etwas, was immer stärker erkannt wird. Auf dieser Folie sehen Sie nur einige Beispiele von Initiativen weltweit, die sich diesem Ziel verschrieben haben. Eine Neudefinition von Wert, und das wurde noch nicht gemacht, der nicht nur die Kosteneffizienz anhand klinischer Parameter, sondern nach dem Wert einer Intervention im Leben einzelner Menschen misst, ist dringend notwendig. Eine solche Neudefinition von Wert ist auch die größte Herausforderung im Zusammenhang mit der Zukunft der Arbeit. Die dominante Problembeschreibung, und jetzt komme ich sozusagen zu dem Teil, wer wird in der Zukunft arbeiten, die dominante Problembeschreibung, so wie wir das in Zeitschriften, in Zeitungen und auch in den Arbeitspapieren großer Firmen und Thinktanks immer wieder lesen, lautet ungefähr so: Die Roboter kommen, alles wird automatisiert, gerade in der Rechtswissenschaft sind sozusagen die Jobs der Zukunft von den Automaten bedroht. Insbesondere Menschen, die nicht über Fähigkeiten verfügen, die am Arbeitsmarkt besonders wertvoll sind, sagt man, wenn ihr jung seid, also den Jungen sagt man, stellt euch jetzt schon darauf ein, dass ihr nicht mehr lebens- oder gar jahrelang in einem Job bleiben werdet und beginnt jetzt schon mal damit zu sparen, um euch weiterbilden zu können. Im besten Fall wird an die Politik appelliert, um Regelwerke zu schaffen, die Menschen dabei unterstützen, sich weiterzubilden und Auffangnetze zu schaffen für jene, die vielleicht länger dafür brauchen. Es wird aber, selbst wenn die optimistischen Vorhersagen eintreffen, in einem Arbeitsmarkt, an dem überhaupt nur noch bestimmte Fähigkeiten Geld wert sind, immer weniger Menschen geben, die bezahlte Arbeit finden. Und dafür sind in erster Linie nicht die Maschinen verantwortlich. Die Ursache dafür sind unsere eigenen Gesetze und Institutionen, die prekäre Arbeitsverhältnisse ermöglicht und die Wertschöpfung aus Kapital anstatt aus Arbeit begünstigt haben. Automatisierung und Digitalisierung wirken als Katalysatoren dieser Prozesse, aber sie sind nicht der Kern des Problems. Die Herausforderung im Zusammenhang mit der Zukunft der Arbeit ist daher die Schaffung einer Gesellschaftsordnung, die dafür sorgt, dass alle Menschen, unabhängig davon, ob sie Zugang zu bezahlter Arbeit haben oder nicht, ein menschenwürdiges Leben führen können. Und diese Herausforderung kann man
mit nicht weniger als einer gesellschaftlichen Neuordnung begegnen. Diese gesellschaftliche Neuordnung muss auch ein neues Verständnis des Wertes von Arbeit beinhalten. Der Wert von Arbeit kann nicht länger durch traditionelle Produktivitätsparameter und durch die Nachfrage am Arbeitsmarkt bestimmt werden, sondern sie muss danach beurteilt werden, welchen Beitrag Arbeit zum Wohl von Menschen und Gesellschaften leistet. Heute ist zum Beispiel Arbeit, die gesellschaftlich sehr wertvoll ist, wie Pflege- und Bildungsarbeit, oft schlecht oder unbezahlt, während manche hochbezahlte Jobs gesellschaftlich eher wertlos sind. Ich sage jetzt nicht, wen ich meine, ich meine nicht die Rechtswissenschaftlerinnen natürlich. Ehrlich nicht. Auch nicht die Politologinnen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es für die Lösung dieser Probleme einer institutionellen Neuordnung bedarf, warum denken wir dann nicht darüber nach, Arbeit auch stärker nach ihrem gesellschaftlichen Wert zu vergüten? Das klingt jetzt sehr, sehr utopisch, das kann es aber nicht sein. Gleichzeitig muss es Teil dieser Diskussionen über die gesellschaftliche Neuordnung sein, wie wir mit Daten umgehen. Und ich meine, Nikolaus hat schon angesprochen, ich meine jetzt nicht nur den Datenschutz. Ich meine den ontologischen Status von Daten. Daten spielen eine immer wichtiger politische und soziale Rolle. Und es ist immer wichtiger, dass diese Daten auch zum Wohle von Menschen und Gesellschaften genutzt werden und nicht de jure oder de facto zum Eigentum einflussreicher kooperativer Akteure werden. Allerdings sind die Begriffe, und hier sind wir sozusagen, hier schließt sich der Kreis zur diskursiven Ebene, die Begriffe, mit denen wir über Daten nachdenken und mit denen wir sie beschreiben, helfen uns da nicht dabei. Daten werden oft mit Rohstoffen verglichen, mit Öl, und da ist es natürlich sehr einfach, bei dieser Darstellung von Daten als Rohstoff, die sozusagen einfach da sind, jenen Firmen, die wie eine Ölfirma dann das Öl aus dem Boden holen und für uns nutzbar machen, ein moralisches Recht zusprechen, von diesen Daten profitieren zu dürfen. Wie eine Ölfirma, die durch ihre Investitionen und die Förderung und Verarbeitung das Rohöl zum Treibstoff und damit für uns nutzbar macht, erscheinen uns Google und Amazon und ähnliche Akteure als Erbringer einer gesellschaftlich wertvollen Leistung, die natürlich daran verdienen dürfen müssen. Das Problem ist, oder eigentlich das Gute daran, ist, dass die Daten kein Öl sind, das einfach da ist. Die Daten werden von uns gesammelt, kuratiert, die Daten werden von uns, die entstehen durch uns, indem wir Patientinnen in Krankenhäusern sind, indem wir Bilder und Texte auf sozialen Medien stellen und über internetbasierte Applikationen kommunizieren. Zusätzlich sind die Infrastrukturen und Technologien für das Sammeln dieser Daten oft von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt oder mitfinanziert. Dies bedeutet, dass wir eigentlich die Bienen sind, die Hauptarbeit der Generierung dieser Daten tun und damit unser kollektives Recht, das kollektive Recht, ich bin nicht für eine individuelle Monetarisierung von Daten, das kollektive Recht auf die Kontrolle von Daten und das Recht, von ihrer Nutzung profitieren zu dürfen, einfordern können und müssen. An konkreten Lösungen arbeiten wir mit Kolleginnen und Kollegen bereits in unserer Forschungsgruppe, und unsere Vorschläge zur Einführung einer Datennutzungssteuer und der Einführung von Schadenslinderungsfonds für Menschen, aus denen Schaden aus der Datennutzung entstehen und die aus verschiedenen Gründen keinen Zugang zu Rechtsmitteln haben, werden mittlerweile auch international diskutiert. In Österreich nicht so sehr, aber international ein wenig. Dies ist, wenn man alles zusammennimmt, die zentrale Aufgabe für alle von uns, die an und in der Zukunft arbeiten wollen. Wir müssen uns die Frage stellen, welches die Werte sind, die sozusagen die Gestaltungsprinzipien unserer Gesellschaft sein sollen. Ob es Wettbewerb und Wachstum sein sollen als Selbstzweck und individuelles Eigentum an Daten, oder ob es andere Prinzipien sein sollen, zum Beispiel soziale Sicherheit und die Vermeidung der Ausbeutung unserer menschlichen und nichtmenschlichen Umwelt. Und hier müssen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen wichtigen Beitrag leisten. Und damit möchte ich mit einem Blick auf mein wunderbares Team und auf unseren ebenso wunderbaren Beirat schließen und möchte Ihnen dafür danken, dass Sie uns zugehört haben, und Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Applaus
Ich habe jetzt noch einen Auftrag, der mit Nikolaus abgestimmt ist, nämlich, dass ich Sie alle sehr herzlich, bitte noch nicht weglaufen, das passiert mir in meinen Vorlesungen immer, wenn ich sage, jetzt noch kommt was, dann gehen alle schon. Ich möchte Sie alle herzlich einladen, uns mit uns gemeinsam im Dachgeschoss noch zu feiern. Es wird einen Empfang geben bis 20.30 Uhr. Und ja, ich hoffe, dass viele von Ihnen noch Zeit haben, mit uns gemeinsam zu essen und zu trinken. Und dann gibt es noch einen Punkt, der mit Nikolaus nicht abgesprochen ist. Und für den möchte ich jetzt gern Birgit Borgo nach vorne bitten. Dankeschön, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diese beiden wunderbaren Antrittsvorlesungen. Sie waren fulminant und ich darf im Namen des Publikums sprechen, dass wir uns schon sehr darauf freuen, euch in den nächsten Jahren noch ganz oft an der Universität Wien vortragen zu hören. Ich darf diese ungewöhnlichen Antrittsvorlesungen jetzt noch durch eine weitere ungewöhnliche Facette bereichern. Und das verdanke ich der Großherzigkeit der Frau Professorin Barbara Breinsack, die mir das lieberweise erlaubt hat und mich auch sehr darin bestärkt hat. Wenn Sie die Einladungen zur Antrittsvorlesung gut gelesen haben, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass das Geburtsjahr des Nikolaus Forgo 1968 war. Was jetzt nicht alle von Ihnen wissen, ist, dass dieser 50. Geburtstag erst 10 Tage her ist. Er ist am 27. Mai 50 Jahre alt geworden. Und wann immer Nikolaus in letzter Zeit gefragt wurde, was er sich denn zum Geburtstag wünsche, hat er gesagt, nichts. Ich wünsche mir nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Als langjähriges Familienmitglied einerseits und als kreative Juristin andererseits habe ich diesen Wunsch nach einem Nichts versucht auszulegen und habe eine... habe eine sehr breite Zugangsform gefunden. Ich habe den Begriff nicht sehr weit, sehr extensiv ausgelegt und habe gedacht, ein ideelles Geschenk wäre das richtige Geschenk. Und diese Idee haben sehr viele von deinen Gästen, lieber Nikolaus, geteilt, von denen auch ganz viele heute da sind. Viel Familie, viele Freunde, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen. Leider kann ich jetzt an dieser Stelle nicht allen sehr herzlich danken für die kreativen, interessanten, couragierten, berührenden Beiträge zu diesem ideellen Geschenk. Zwei Personen möchte ich aber doch ganz besonders danken für ihren sehr warmherzigen Beitrag und ihren witzigen Beitrag. Und das ist der Frau Professorin Barbara Breinsack und ihr Mann Hendrik Wagenaar. Vielen herzlichen Dank. Das ist groß verpackt, nur ein ganz kleines Geschenk, das ist ein kleiner Witz. Und ich muss es nicht jetzt auch machen. Weil diesen Witz, den können nur ihr zwei und ich als zwei verstehen. Und du, lieber Nikolaus, bitte nochmal in die Mitte. Denn... gut verpackt. Das ist dein Geschenk. Und das musst du auch packen. Und deshalb habe ich es auch schon sehr rudimentär verpackt, damit es leichter fällt, aber das klingt jetzt nicht unbedingt. Nachdem wir dich als sehr begnadeten und begeisterten Koch und Gourmet und Weinkenner und Restaurantkritiker kennen, haben wir uns erlaubt, für dich gemeinsam eine Festessen-Schrift. Dankeschön. Jetzt steht aber tatsächlich nichts und niemand mehr zwischen Ihnen und dem Buffet.